Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Folge es ist, aber ich habe gerade gesehen. Hallo? Wir bekommen eine legendäre Phantomkniehose. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Boah. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Okay, der ist ja schon so ein ganz schöner Spanner, der Latouche. Ist nicht gerade das Netteste auf der Welt, was es gibt. Und ich möchte da auch nicht unbedingt in der Haut von Elise stecken. Egal. Einlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Gut. Wir haben hier eine neue Eliminierungsmission. Alle Wege, Zugänge und so weiter. Die nehmen wir doch bestimmt an. Und ich habe vorhin gesehen, es gibt die legendäre Phantomhose zu gewinnen, wenn man das schafft. Naja. Hier habe ich übrigens einen Fehler gemacht. Und hier gibt es nämlich einmal diesen und diesen grünen Punkt. Und ich habe mich erstmal für den anderen entschieden. Und, das ist eine Mission, die ich vorher angenommen habe. Und ja, machen wir jetzt halt vorher als so eine kleine Nebenaufgabe. Kann ja mal nicht schaden, sowas Kleineres zu machen. Hoffe ich mal. Allerdings habe ich das Problem, ich habe diesmal in dieser Aufnahmesession mit Fraps aufgenommen. Meine Festplatte ist zu langsam dafür. Also ich krieg das nicht flüssig abgespielt. Also falls ich mal... Komm, ich verschaff dir ein schnelles Ende, wenn du lieb fragst. Nein, das möchte ich nicht haben. Aber falls ich mal zu langsam reagieren sollte mit dem Kommentieren, es kann nur daran liegen, dass halt meine Aufnahme ich nicht rechtzeitig zu Gesicht bekomme, um darauf zu antworten. Was leider ziemlich, ziemlich schade ist. Aber es ist nun mal so, ich kann da leider nichts gegen tun. Dummerweise. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nächste Mal halt wieder mit der Open Broadcast Software aufnehmen sollte. Dann geht das Ganze auch wieder schöner und ich hoffe, ihr seht es genauso flüssig, wie ich es bei der Aufnahme gesehen habe. Das wäre schon ganz nett, glaube ich.
Na, und als erstes... Na? Ah, zu wenig Platz. Jetzt. Perfekt. Erster ist schon mal weg. Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Aufgabe war, die ich angenommen habe in der Zwischenzeit. Wuhu. Und es steht. Ah ja, stimmt. Ich hatte zwei Standbilder während der Zeit. Es tut mir leid, dass das jetzt Standbilder sind, aber ja. Ich weiß nicht, da ist das Spiel kurzzeitig eingefroren. Bleib stehen! Wer sieht mich denn? Sieht nicht danach aus, als wenn mich irgendjemand sehen würde. Ich fühle mich immer so angesprochen, wenn die sowas sagen. Das ist nicht gut. Ich muss meine Kinder ernähren. Wir wissen, dass ihr was habt. Ich bete für euch, wenn ihr mir nur eine Rübe gebt. 5 Tage, Bürger. Ich habe 5 Tage nicht gegessen. Haben die mich jetzt angeschrien? Ich bin etwas verwirrt. Naja, darf man ja mal sein. Immer mal wieder. Ja, wie kriegen wir den jetzt? Wieso redet er mit mir? Ich wüsste jetzt nicht, wie wir den bekommen. Ja. Gut, dann versuchen wir es mal von hier aus. Kriegst du das hin? Ja, perfekt. Und getroffen. Super. Auf zum nächsten. Hoffe ich mal. Ja, komm. Wie kriegen wir... Ah, ich sehe die noch gar nicht. Es ist total irritierend, wenn man immer wieder nur so Bildausschnitte bekommt, weil... das Bild einfach zu langsam ist. So. Wie kriege ich den? Ey, der hat mich gesehen. Egal. Jetzt abhauen. Komm. Ja, super. Das ist immer das Schlimmste, wenn... Was ist denn jetzt los? So. Die suchen mich noch. Das Schlimmste ist immer, wenn man sozusagen... Ups. Versucht irgendwo hochzuklettern und die dann einen die ganze Zeit abschießen. Ah. Hier komme ich scheinbar nicht runter. Ich wollte ihn eigentlich von hinten abmurksen. Das geht aber scheinbar nicht. Ich kann mich auch nicht rein. Also von vorne. Ach Mist. Oh. Das ging sogar super. Ja. So. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Super. Jetzt ab zum nächsten Teil, würde ich sagen. Also zur Hauptmission. So, mal zur... Ja, habe ich doch gerade gesagt, Hauptmission. Ich bin wirklich was verwirrt. Das ist gar nicht gut. Jetzt habe ich schon wieder Standbild. Okay. Gut. Mal gucken. Tut
tut mir leid, dass ich gerade nicht sehr viel machen kann, aber ich habe halt technische Schwierigkeiten. ja. Ich werde das am besten mal durchlaufen lassen und dann alles hintereinander setzen und dann mal kodieren lassen, dass ich das besser abspielen kann. Würde ich sagen. Nach der Folge. Denn das ist ja wirklich nicht feierlich. Also, ihr seht es ja nicht, aber es macht dann auch keinen Spaß, wenn ich das sozusagen mache und nicht wirklich weiß, was ich tue. So. Wir suchen irgendeinen Einstieg, glaube ich. Ja. Einmal ums Haus rum und den Einstieg suchen. Kann man hier rein? Ich glaube, die sind böse auf mich. Ja, dann einmal. Komm. Die sind böse auf mich. Wieso? Ich will euch nicht. Ich will einfach nur. Ich möchte das nicht. Ganz einfach. Hau einfach ab. Genau, und kämpft gegen den Grobian. Habe ich schon mal einen vermöbelt sozusagen von zwei. Aber ich habe jetzt nur einen Berserkerfall. Das ist recht doof. Egal. Haben wir hier noch irgendwelche Einstiegsmöglichkeiten? Jetzt habe ich auch wieder den ich mecke einfach durch zu viel. Aber es ist halt richtig scheiße. So. Mal gucken. Was können wir denn hier machen? Ah, die sind ja immer böse auf mich. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. So, wo gehen wir jetzt rein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass alle böse auf mich sind. Aber ich kann trotzdem nirgendwo rein, wo ich wirklich nicht entdeckt werde. Außer ich klettere erst da. Ja, mache ich das jetzt? Ja, mache ich jetzt. Wieso nicht? So, mal gucken, was da oben los ist. Hoffentlich was Gutes. Sonst wäre das auch doof. Dafür extra hier hochzulaufen. Sieht aber nach nichts Gutem aus. Man sieht hier auch nichts Großartiges. Doch, da hinten. Eine junge Dame. Was sagt die uns denn? Ja, können wir bestechen. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro zu stickig ist. Könnt ihr das Fenster öffnen? Was redet ihr denn da? Monsieur hasst zugige Räume. Okay, wir haben nicht viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Sache wir gucken sollen. Oder ich gucken soll. Ich habe keine Ahnung. Komm hier rüber! Ich gucke jetzt einfach mal aufs Bild. Mehr jetzt nicht. Ich hoffe mal, das stimmt. Halbwegs. Pardon, Maître? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon und... Ich weiß nicht, wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckt der Wein schmeckt. Ja, wir wollen
scheinbar den Typen Wert von 50 Livre. Das was soll ich denn damit tun? Vergifteten Wein vergiften. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich das in den Griff bekomme. Haut rein.